Dann könnte ich euch nämlich einen Geheimtrick zeigen. Also wenn ich hier noch rumlaufen kann. Also in diesem Augenblick schwebt mein Herz im Himmel. Entschuldige mich, ich meditiere. Ich entschuldige mich nicht. Also ich kann nicht nach Corona. Okay, alles klar. Sonst hätte ich euch nämlich einen Trick zeigen können, den ich, also den man eigentlich, wenn man das Spiel vernünftig durchspielen will, nicht machen sollte, ne? Weil man da mogelt man sich also ein ganz schönes Stück weiter im Spielverlauf. Nicht, dass man über Sachen überspringt, aber man hat dann so viel Power, dass man, ja. Also wenn ich es mache, dann mache ich es meistens nur, weil ich, Samba zum Beispiel hochpowern will, also dass er schnell seine dritte Rune kriegt. Also, ich würde es euch jetzt zeigen, könnte ich vielleicht sogar ausschneiden und als Einzelvideo machen, Geheimtrick, bla bla bla, aber. Also lass mich mal überlegen. Die Stadt Two River liegt genau westlich von hier. Nein, warte, ich glaube, es ist südlich. Nein, warte, es ist westlich? Ja, ich bin fast sicher, dass es westlich ist. Du wirst sie sofort erkennen, weil sie direkt am Fluss liegt. Ich werde vorausfahren und alle Vorbereitungen treffen. Warte auf mich, okay? Ich habe einen Empfehlungsbrief geschrieben. Wir wissen nicht, wann die Armee von Highland angreifen wird. Und die Sicherheitsmaßnahmen sind scharf. Zeige dies den Wachen und sie werden dich in den Konferenzsaal lassen. Nun, wir sehen uns dort. Warum können wir nicht einfach mit ihm gehen? Ich fühle mich auf dem Trockenen nicht so wohl. Darum bleibe ich beim Boot, bis du wieder zurückkommst. Ja, schade eigentlich. Ich hätte dich gerne so mit zum Verknüppeln genommen. So, ihr habt hier wieder was zu lesen. Ja, hat es. Das wusste ich bis eben auch nicht. Fischen. Unsere Arbeit ist es, den Fisch zu salzen und zu trocknen. Was ist mit dem gesunden Hühnchen passiert, das vor kurzer Zeit drüben war? Weiß ich nicht. Hat man sich schön? Dies ist Lake West. Ja, schön für Lake West. Vor langer Zeit war ich der beste Fischer in dieser Stadt. Nun bin ich der beste Müßiggänger am Feuer. Hey, ich wette, dass du nicht von hier bist. Keiner der Kinder in dieser Gegend haben so blasse weiße Arme. Ja, super. Außerdem bin ich kein verficktes Kind, Alter. Ich bin 16. Darum ist jede Mahlzeit wie eine Schlacht. Das habe ich noch nie kapiert, das werde ich nie kapieren. Ach, hier kann man auch noch, ne? Ich glaube, hier konnte man sogar irgendwas machen, ne? Kann man hier später wen finden oder so? Ich hoffe, dass meine Mutter endlich einmal etwas anderes zum Abend macht als Fisch. Oh, mir würde das schon gefallen, wenn mir jetzt wieder ein paar Fischstäbchen brät. Ist es fertig? Ist es fertig? Ist das Abendessen schon fertig? Nein. Warte, wir gehen nach Hof. Vielleicht kann man nämlich was ich schon nicht mehr so in... Irgendwas sagt mir dieses Zimmer. Ich weiß nicht, oder es gibt noch eins davon. Ich weiß es nicht, aber irgendwas sagt es mir. Dieser Dachboden quasi... Ja, das ist ein ganz schönes kleines Städtchen. Auch ein ruhiges. Herr Tetsu sagte, dass ich ein gutes Kind sei und sehr warm aussehe. Was für eine Scheiße. Was für ein hübsches Kompliment. Herr Tetsu liebt wirklich Bäder. Vielleicht hätte ich... Oh, Herr Tetsu, hi. Hallo, willkommen. Ich sagte willkommen. Oder bin ich nur ein Klempner ohne Arbeit? Du siehst nicht einmal aus, als ob du ein Bad magst. Hä? Okay, du bist es. Kann ich dir mit etwas helfen? Du siehst nicht allzu gut aus, du solltest irgendwo ein Bad nehmen. Ja, ich arbeite nur für Leute, die gerne ein schönes Bad nehmen. Vielleicht solltest du erstmal lernen, ein schönes, glühend heißes Bad schätzen zu lernen, was? Ja, verstehe ich nicht. Ich habe gerade so Ikonen 5 gespielt, da war das so einfach, Leute zu kriegen. Aber das liegt an der Übersetzung, ich weiß es nicht. Was soll er mit mir jetzt denn sagen? Wie soll ich den Bart zu schätzen wissen? Würde mir jetzt schwerfallen, das zu wissen. Großmutter Taki liebt es zu reden und sie weiß wirklich alles. Sie hat mir gerade erklärt, wie man feststellt, welche Eier hart gekommen sind. Okay. Das ist aber traurig, dass du das als Erwachsene Frau noch nicht weißt.
Was kann ich für dich tun, Sunny? Willst du Großmütterchen etwas fragen? Ich weiß, was es ist. Es ist wegen Tetsu, nicht wahr? Tetsu macht Bäder. Weißt du, er liebt Bäder und Menschen, die sauber und warm von einem Bad sind. Okay. Irgendwas klickert gerade. Es geht um den jungen Sid, nicht wahr? Er ist ein bisschen scheu. Er ist immer noch in den Stollen unter Two River, nicht wahr? Okay, er mag es, wenn man sauber ist. Wie mache ich das? Müsste ja irgendwie. Ich müsste irgendwas haben. Wieso? In einer heißen Quelle baden oder sowas? Irgendwas war das doch, ne? Nee, ich will kein Fischabzeichen. Ich weiß, wie man ein Boot lenkt. Aber ich bin wirklich. Ich weiß, wie man ein Boot lenkt. Und bin wirklich gut dabei. Jedenfalls viel besser als ihr Landratten. Ja, ist ja gut. Alles, was wir hier essen, ist Fisch. Ich wünschte, ich könnte manchmal auch Fleisch essen, aber es ist schwierig zu bekommen. Ja, ich hoffe, du isst auch Reis zum Fisch. So, guck mal, was er hier hat. Keine seltenen Gelegenheiten. Fischpaklette, was macht die? Verteidigung plus 6, Magieabwehr 3%. ...4300, Alter. Aber auch nicht gerade viel, ne? Na, ja, scheiß auf das Teil. Tschüss. Wie viel kriege ich für die Medizinrune? Das wollte ich mit. Ich glaube, wenn wir stoppen, wenn die nächste Aufnahme stoppt, dann gucke ich, glaube ich, mal, was das hier ist. 15.000 ist echt schon eine Menge. Das ist mir im Moment noch nicht wert, die Rune zu verkaufen. Ach, Mann. Hier war einfach nur ein Bert, ne? Oh, noch wer. Oh nein, schon wieder so ein Penner mit. Oh, mit dem, bei dem, für den muss man auch mit Dingen spielen. Der spielt auch Chinchurin, der Penner da. Oh, nee, ich speichere. Oh, ich habe Angst vor diesem Chinchurin. Ich lade den Spielstand wieder neu. 10 Mal, wenn es sein muss. Mir vollkommen Laterne. Aber ich kann es euch ja mal zeigen. Was willst du denn, du Affe? Ja gut, dann hat sich das erledigt. Dann brauche ich mir jetzt darüber den Kopf nicht zerbrechen. Spacko, Alter. Wie mache ich das mit dem Dings, Alter? Wie mache ich das mit dem... Mache ich das mit dem Typen? Muss ich dafür irgendwas haben oder so? Ich glaube, ich muss irgendwas dafür haben. Irgendwie was, was mich gut riechen lässt oder sowas. Oder. Oh, da unten geht es auch noch irgendwo hin. Was haben wir denn da unten? Also das, wo ich jetzt drauf zulaufe, ist Two River. Das weiß ich. Was ist denn das hier unten? Lass mich mal schauen. Ich hoffe, die Gegner, die machen mich jetzt nicht gleich platt. Spike League. Und sich mal übersetzt. Voll Schweine. Auch nicht gerade viel Energie der Samsa, ne? Oder? Naja, solange die Abwehr stimmt, ist das eigentlich egal. So, wir haben 8 Mal offenes Tor.
auch nicht schlecht. Wir probieren das jetzt mal aus. Ob das dann weg ist. Achtmal merken. Nee. Okay. Alles cool. Muss ich mir aber trotzdem auch noch alles durchlesen. Stufen so langsam mit, die Kollegen jetzt, ne? Aber wir lassen uns jetzt halt, wir gucken uns jetzt hier erstmal schön an, was es hier so alles gibt. Und da ist nämlich irgendwie ein Wald oder sowas, ne? Wir sind ein Walddorf. Koboldorf. Dieses Dorf Kobold, wo alle Bewohner glücklich sind. Ja. Okay. Das Haus, das Dorf Schulzen ist das große Haus dort hinten in der Stadt. Oh, willkommen meine Freunde. Ich hoffe, dass ihr euch in unserem Koboldorf wohlfühlt. Hm. Oh. Eigentlich nie, ich mag schon die Musik in Koboldörfern nicht, aber... Willkommen im Kobold-Gasthaus. Die Bettwäsche kratzt vielleicht ein bisschen, aber sie ist frisch gewaschen. Und ihr werdet darin schlafen wie ein Baby. Es scheint so, dass alle hier sind. Darum komme ich gern zum Spielen her. Es ist wirklich cool. Hahaha, habt ihr alle Spaß? Natürlich, ich habe auch Spaß. Ja, toll. Ich meine, die haben sich ja echt müde gegeben, dieser koboldmäßigen Musik, aber ich mag den nicht. Okay, hier kommt logischerweise Gängen auch her. Das hat Arbeiten, um Geld für meine kleinen Brüder zu verdienen. Bin ich nicht ein guter Bruder? Okay, er will zur Greenhill Akademie. Großvater schläft den ganzen Tag, aber wenn er möchte, bla bla. Etwas riecht so gut. Schnüffel, schnüffel, Schokolade. Was rieche ich da? Ja, das Haus Dorf Schulzen liegt weiter hinten. Er ist der größte Haus, wusstest du das schon? Nein! Offenbar eine Gehaltsbänder ausschließlich für uns Kobold. Ja. Es ist billig, es ist billig. Seltene Gelegenheit. Rezept 31. Scheiße, ey. Bevor ich es vergesse halt. Und die Holzschuhe. Die brauche ich auf jeden Fall. Später. Und deswegen kaufe ich sie auch. Die kann ich in der Tasche tun. Ja, und der Rest ist hier Bullshit. Nein, Marmelade, 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 muss man Brot mit Marmelade essen, da gibt es sogar keinen Zweifel. Butter, 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 Brot, ja, okay, der andere sagt wahrscheinlich Wurst. Was, wohin ist das kleine Schaf hier hingegangen? Habt ihr sie gesehen? Nein. Es ist so einsam, wenn man ganz alleine essen muss. Ich frage mich, ob ich wohl eine Braut finden kann. Wir können auch mitessen. Dorfschulze, ich wusste gar nicht, dass das ist so schlecht übersetzt, aber so kompliziert, also so altbackene Worte teilweise, das kann man sich gar nicht reinziehen. Weil jemand, der jetzt das bei Google Translate eingibt, der kann so eine Wörter nicht kennen. Und die werden einfach nicht so übersetzt wie Dorfschulze. Also irgendwie ganz, ganz suspekt irgendwie. Wir verkaufen Zucker und verkaufen Mayonnaise. Alter, wird Mayonnaise so geschrieben? Das ist unser Hauptgeschäft.
Zucker-Mayonnaise nehmen die. Okay, das kann ich mir schon mal merken. Vielleicht kann ich da nämlich Geld machen. Und Zucker. Oh, das kostet leider so viel. Oh, Kristallkugel. Ja gut, wenn du woanders für 100 Mayonnaise kaufen kannst, ne, dann warten wir erstmal ab. Ich nehme mal an, wenn er das so sagt, Zucker verkaufen und Mayonnaise kaufen, dann heißt das, ich kann Zucker irgendwo anders gebrauchen. Deute ich jetzt einfach mal so. Ihr dürft nicht in den Wald gehen. Das große, weiße, feuchterregende, schreckliche Monster wird euch mit Haut und Haaren verschlingen. Hey, ich bin wirklich cool, ist das nicht wahr? Nein. Willkommen im Dorf Kobold, bist du nicht Lord Jack? Vielen Dank, dass du so gut für unseren Helden Gang sorgst. Ja, sieht genauso aus wie er hier übrigens, Gang. Das ist das Dorf des Haus. Ach so, das ist der Dorfschulze gewesen. Danke. Mach doch. Mit dir will ich sogar dich will ich sogar in meine Gruppe nehmen. Entsprechend Maulwurfregeln dürfte ich wow hinein. Ja, okay, das war's hier schon im Koboldorf. Aber da habe ich auch mir nichts von errechnet. Ist in den anderen Spielen auch nicht. Also, keine Ahnung, Kobolde sind eigentlich immer ziemlich langweilig. Da geht es auch noch weiter nach hinten. Aber weit weg, ne? Ach, das ist, glaube ich, eine Grenze oder sowas. Ich glaube, da kommst du gar nicht weiter. Also geht's jetzt nach Two River. Bis später. Ich hasse den. Das ist. Ich hätte das schon mal erwähnt, ne? Also guck mal, wir haben sogar alles. Ich hatte das ja schon mal erwähnt, ne? Dass in Suikoden 5 zum Beispiel viele Scheißcharaktere sind. Das ist hier bei allen anderen Suikoden-Spielen überhaupt nicht der Fall. Oder rar gesät. Das hier zum Beispiel, dieser Chaco, dem könnte ich pausenlos, wenn ich das Bild schon sehe, pausenlos in die Fresse kloppen. Also der ist für mich schlecht. Ein schlechter Charakter. Der ist einfach scheiße. Ich hasse es, den zu benutzen. Falsch ist der Scheiße, der sieht scheiße aus. Und der Charakter passt mir auch nicht. So, wir gucken natürlich überall rein. Kaufen können wir uns jetzt nichts, weil wie ihr seht, er hat uns das Geld geklaut. Mein Vater sagt mir, zu River nicht zu verlassen. Er lässt mich nicht einmal einen Spaziergang machen. Ja. Ich habe Angst. Ich frage mich, ob ich von hier verschwinden und nach Toran zurückkehren sollte. Weiß nicht. Muss es der Armee von Highland gefallen? Okay. Ja, also ich würde nach Toran gehen. Toran Republik ist nämlich geil. Leider kann ich euch eine bestimmte Sache im Spiel gar nicht zeigen. Das ärgert mich ein bisschen. Was ist das? Bitte, hört ihr meine Geschichte an. Ich kam den ganzen Weg von Sachsen hierher. Oh. Ah, oh, siehst du, Suikoden 3, Sachsen. Ist so ein ritterlicher Staat, kannst du sagen. Das weit im Westen liegt, weil ich hörte, dass ich hier einen Laden eröffnen könnte. Aber sie haben bereits einen Waffenschmied. Was soll ich denn jetzt nur tun? Gerade wo ich geglaubt habe, dass ich meinen ersten Schritt gemacht hätte, ein richtiger Waffenschmied zu werden. Oh, du bist es. Was soll ich nur tun? Komm zu unserer Burg. Burg? Du hast eine Burg? Wer bist du? Was? Wirklich eine Burg? Schön. Schon in so jungen Jahren. Du willst also sagen, dass du mir erlaubst, einen Laden in deiner Burg zu eröffnen. Wie viel muss ich dir dafür denn bezahlen? Wenn das ging, ich würde es machen. Du brauchst mir nicht zu zahlen. Wirklich? Du bist so nett? Das muss Schicksal sein. Ich habe solch ein Glück. Ja, das muss ich mir mal angucken. Vielleicht geht das doch. Also wäre jetzt zu spät, aber... Ja, wir haben es mal eingekriegt für die Leute, die wir angelabert haben. Ja, das muss ich mir echt mal angucken, ob das geht.
Meine hier hätte er auch bezahlen müssen, Miete und sowas. Oder? Sag ja nur. Ich habe genug vom Krieg. Ich auch. Ich frage mich, ob Lord Makai wirklich mit Highland kämpfen will. Er ist so ein unentschlossener Mann. Interessiert mich nicht. So. Nächster. In Tubal leben drei Rassen Menschen, Kobold und Geflügelte. Sie kommen allerdings nicht allzu gut miteinander aus. Ja, aber im Koboldhof waren auch Kobolde eben. Mein Freund Chaco spielt... Oh, Alter, ja, das ist er. Der hat uns die Scheiße geklaut, da, der Penner. Chaco. Chaco in die Fresse hauen würde ich ihm gerne. Also, Aushilfe für meine Mutter muss ich hart arbeiten. Meine Frau ist sehr schwach. Ja, willkommen. Ich fühle mich nicht so gut. Ja, das ist doch in Ordnung. Ich laber auch nur Scheiße. Das Mädchen mit dem Runenladen ist nur eine Aushilfe für den Eigentümer Jean, während sie in Greenhill ist. Oh. Jean. Ja, ihr wisst ja noch so die Kunden 5 und so. So, Kopfladen. Seltene Gelegenheit. Schutzring. Oh. Ich habe ja gar nichts. Super. Ja, danke, Chaco, nochmal. Dass ich vielleicht Pech habe mit den seltenen Gelegenheiten. Wir brauchen qualitativ hochwertige Runen. Krieger. Stärke auf, Verteidigung halb. Ja. Skunkrune, sag ich dazu nur. Kann man sehr gut gebrauchen. Mit ein bisschen Pech kriegen wir die dann auch nicht wieder. Wasser, Giftschlange, Löwe. Einhandschwerter. So wie das von Hanna, aber der hat die Killerrune. Ich glaube, den kann man auch gar nicht. Der hat auch, kriegt auch gleich mal, gar nicht mehr so viele Sachen mehr. Okay. Bringt mir euch die Sachen zu verkaufen, die ich habe. Medizinrune und so. Ja, schade eigentlich.